Schönen guten Morgen, Herr Pischik. Sie arbeiten bei Greenpeace Freiburg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so kurz nach Jahreswechsel für ein Interview im Rahmen der Reihe Ein Herz für Freiburg zur Verfügung zu stehen. Sind Sie so nett und erzählen erstmal so ein bisschen was über sich persönlich, Ihren Werdegang und was genau Sie bei Greenpeace Freiburg machen? Klar, gerne. Ich bin, wie gesagt, Jonas Pischik. Ich komme ursprünglich aus Köln und bin zum Studium nach Freiburg gezogen. Und damals in der Schulzeit hatten wir mal zu viel Geld in der Klassenkasse. Und dann war die Frage, also dann war die Aufgabe, okay, wir wollen das an irgendwann wen oder irgendwas spenden. Und dann sollten wir Schülerinnen uns ausdenken, ja, an wen. Und da habe ich mich dann halt zum ersten Mal mit Greenpeace auseinandergesetzt und fand das eine ganz coole Organisation. Und als ich dann nach Freiburg gezogen bin, gab es für neue Studierende einen Markt der Möglichkeiten, wo sich verschiedene ehrenamtliche Organisationen vorgestellt haben. Und unter anderem auch Greenpeace. Und dann habe ich mir gedacht, ja, schaust es dir mal an. Und ja, 4 Jahre später bin ich jetzt noch immer dabei. Und genau. Ja, und sonst zu meinem sonstigen Hintergrund. Ich beschäftige mich auch im beruflichen Umfeld sehr viel mit Umwelt. Ich habe Umwelt- und Naturwissenschaften im Bachelor studiert und bin gerade im Master Hydrologie. Und das verknüpft sich sehr gut mit meinem ehrenamtlichen Engagement bei Greenpeace Freiburg. Das ist total spannend, also auch spannend. Und mich würde auch noch interessieren, die Motivation, ob die aus Ihnen alleine rauskam. Also als Beispiel, ich versuche meinen Kindern natürlich auch gewisse Themen näher zu bringen, also sei es jetzt Politik oder Auseinandersetzung mit Umweltthemen. Aber das ist jetzt nicht so, dass die freiwillig danach rufen und sagen, zeig uns was diesbezüglich. Haben Sie da irgendwie, leben Sie da mit Eltern zusammen, die da besonders sensibilisiert für sind? Oder woher Absolut kommt? gar nicht. Absolut, absolut gar nicht. Nein, meine Eltern waren früher sehr, also die konventionelle Familie und weiß nicht, da wurde nicht Bio eingekauft und es wurde nicht auf Demos gegangen. Das hat sich alles radikal geändert, seitdem ich jetzt bei Greenpeace bin. Dann machen sie es jetzt auch. Aber nee, also so von dem Umfeld her, was aber schon war, war, dass wir sehr naturverbunden waren. Also viel draußen gewesen, die Ferien größtenteils dann bei der Oma, die in der Nähe vom Wald wohnte und dann die ganzen Ferien im Wald. Und da hat man dann so eine gewisse Naturverbundenheit, denke ich mal, abbekommen, wodurch man dann auch diese Motivation bekommt, die Natur zu erhalten. Und das System, so wie es ist, zu erhalten. Ich denke mal, das wird so eines der Startschüsse gewesen sein. Und dann in der Schule haben wir uns auch viel damit auseinandergesetzt, wo es dann rumging, irgendwie, ob man Tiere essen darf und alles. Und da wurde dann auch viel diskutiert. Und darüber bin ich dann, ja, weiter in die Umweltszene reingekommen. Genau. Okay, spannend, das mal so von der Seite betrachten zu können. Was genau, also ich habe jetzt gerade mitbekommen, Sie arbeiten sogar gerade noch an Ihrem Master. Wir hatten ja auch im Vorfeld so ein bisschen über die Terminierungen gesprochen. Ich habe gesehen, haben viel um die Ohren. Was genau ist Ihre Funktion und wie vereinigen Sie quasi Ihr Engagement mit dem Rest? Ja, also viel um die Ohren habe ich, das stimmt. Also der Master nimmt natürlich den großen Teil meiner Zeit in Anspruch. Bei Greenpeace Freiburg habe ich gerade die Funktion des Gruppenkoordinators. Die teile ich mir aber noch mit zwei anderen Menschen. Und da geht es einfach darum, Greenpeace ja unsere ja, Arbeitsprinzipien zu wahren und darauf zu achten, wie also dass Aktionen innerhalb unserer Prinzipien abläufen, aber auch sowas wie jetzt zum Beispiel heute ein Interview zu geben oder generell einfach zu gucken, dass ja sprichwörtlich die Gruppe einfach läuft, sich die Leute verstehen und alles. Bin dann auch noch Ansprechpartner für Landwirtschaft, gebe auch noch Seminare für neue Menschen bei Greenpeace Deutschland. Und arbeite seit neuem auch für Greenpeace Deutschland. Also ich habe einen sehr, sehr vollen Tag, aber es macht Spaß. Deswegen ist das. Also das Greenpeace ist halt komplett Freizeit für mich und es lohnt sich auch, weil es sehr viele, sehr nette Menschen dabei sind.
Also das ist wie Zeit mit Freunden verbringen eigentlich, das Engagement. Deswegen geht das ganz gut, das dann noch nach der Uni zu machen. Sprach er mit komplett strahlenden Augen. Schön. Nein, ich mag das, wenn jemand mit dem Herzen so dabei ist und auch jetzt aus meiner Sicht gerade auch so ein junger Mensch sich so engagiert. Das finde ich, nee, find ich toll. Inwieweit, also Sie hatten ja auch gesagt, Sie unterrichten. Ich gehe mal davon aus, dass das aktuell sicherlich auch online ablaufen wird in der momentanen Zeit, so wie wir uns leider nicht persönlich gegenüber sitzen können. Inwieweit hat denn jetzt Corona und die aktuelle Situation Einfluss auf Greenpeace? Oh, massiv. Also das klassische Bild, was man von Greenpeace ja hat, ist, dass da Menschen in der Stadt stehen am Infostand und Flyer verteilen und Unterschriften sammeln oder auf Demos sind oder waghalsige Aktionen machen. Gut, die waghalsigen Aktionen, die machen wir noch immer. Also das sind unsere Aktivistinnen, die, weiß nicht, wenn man da sich mit einem Banner irgendwie von einem Turm runterhängt, dann geht das auch gut mit 1,50 Meter Abstand. Aber ja, also alles andere wurde komplett umgekrempelt. Auch unsere wöchentlichen Treffen mit Plenum, Themengruppen und allem. Wir sind recht früh umgestiegen auf einen, ja, auf Online. Und da hat uns Greenpeace Deutschland auch sehr unter die Arme gegriffen und uns da auch die Tools direkt zur Verfügung gestellt, uns direkt Anleitungen gegeben. Ja, und was Aktionen angeht, haben wir sehr, sehr strenge Auflagen, was ich auf jeden Fall befürworte auch. Ich möchte nicht, dass sich irgendwer im Rahmen von Greenpeace infiziert und deswegen sehe ich das als super sinnvoll, wodurch halt auch wir im Vergleich zu anderen Umweltschutzorganisationen oder generell anderen Organisationen, die nicht so starke Auflagen haben, dann auch zum Beispiel jetzt letzten Sommer erst viel später wieder auf der Straße sichtbar waren und jetzt gerade auch wieder super strenge Auflagen haben und wir uns quasi nur online sehen dürfen, nur Online-Aktionen machen dürfen, was aber auch funktioniert und ja, was auch recht interessant ist, wir hatten dadurch einen teilweise einen Mitgliederwechsel, dass Mitglieder, die früher also sehr aktiv waren, weggegangen sind von uns, weil sie einfach halt eher dieses Infostand und in Präsenz mögen. Dafür sind aber auch einige neue Menschen dazugekommen, die gerade diese Online-Welt schätzen und ja, es vielleicht auch gar nicht anders jetzt kennengelernt haben, unser Online-Engagement. Okay, spannend. Also auch, dass da so eine Art fast poetisch ausgedrückten Paradigmenwechsel stattfindet innerhalb der Generation. Was mich jetzt also auch noch interessieren würde, ist diese ganze Fridays for Future, alles was mit Umwelt zu tun hat, das ist ja jetzt deutlich zurückgefahren. Wenn Sie jetzt mit anderen Menschen sprechen oder Sie merken Sie, dass die sich weniger mit der Thematik Umwelt im Moment beschäftigen möchten? Oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich unabhängig davon, weil wenn man so sich die Medien anguckt, dann gibt es ja auch eine ganze Menge Gehässigkeit, wenn man liest und sagt, ja, also da sind die ganzen jungen Menschen alle aufgestanden und jetzt sieht man keinen mehr davon, interessiert die das nicht mehr? Wie ist Ihnen das begegnet? Ja, sehr, sehr schöne Frage. Ich würde das ganz einfach auf Wissenschaft berufen. Wir jungen Menschen berufen uns auf die Wissenschaft und wollen wissenschaftlich da an die Klimasache rangehen und gehen aber auch mit der Wissenschaft an Corona ran und sehen einfach, dass es die Empfehlung der Wissenschaftler ist, haltet Abstand, geht nicht raus, tragt Mund- und Nasenschutz und da halten wir uns halt dran. Und also um nochmal auf Ihre Frage einzugehen bezüglich der Debatte, der öffentlichen Debatte, finde ich, hat es das Ganze in ein ganz anderes Licht gerückt, dass auf einmal die Politikerinnen auf die Wissenschaftler hören und einen Lockdown machen und alles und aber irgendwie die noch viel größere Katastrophe, die uns in den nächsten Jahren bevorsteht, da wird einfach ein Auge zugedrückt und das finde ich, also es hat sich etwas in der Argumentationsstruktur definitiv geändert. Ja, genau. Okay, interessant. Also ich finde es immer spannend also einer Perspektivwechsel von verschiedenen Perspektiven aus Themen zu beleuchten. Wie gehen Sie im Alltag und auch in Corona mit Menschen um, die
ihnen kritisch begegnen. Ne? Also Greenpeace hat einen sehr großen Namen, hat eine sehr, sehr große Reichweite. Ich wage mal zu behaupten, also ich hoffe mal, dass vielleicht 95% aller jungen Menschen, die Sie fragen würden, die haben den Namen schon mal gehört. Also passiert Ihnen das, dass Sie mit Kritikern zu tun haben und wie gehen Sie damit um? Also wir haben viel mit Kritikern zu tun, weil man hört eher Kritik als Lob. Das ist einfach leider so, vor allem auch wenn man irgendwie, ja, also ich kann das mal so ein bisschen erstmal aus der Vergangenheit betrachtet, am Infostand, da hat man sicherlich pro Tag oder vielleicht sogar jede Stunde, die man da steht, mindestens eine Person, die dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber ist und auch der gesamten Organisation sehr kritisch gegenüber ist. Und da auch die, ja, vielleicht die Werte nicht drin sieht, die wir da drin vertreten. Aber das gehört dazu. Das ist einfach der öffentliche Diskurs und das ist in Ordnung und das ist nun mal in einer Demokratie so. Und da muss man dann einfach mal zuhören. Und manche Gespräche haben ja auch einen gewissen Mehrwert, weil man erst dadurch dann die andere Sichtweise vielleicht nochmal versteht. Also, ich kann mich noch erinnern an eine Aktion ganz am Anfang von meinem Engagement, wo ein Bauer bei uns auf einmal stand, an einem Stand, wo wir über ja, Schweinehaltung diskutiert haben. Und er fand es halt nicht so gut, wie wir das Ganze darstellen. Und dann konnte man halt sehr schön dann nochmal da seine Sichtweisen austauschen. Und ja, die Sichtweise wird auf jeden Fall dann, glaube ich, von beiden Parteien erweitert. Ja, genau. Und wie es halt jetzt in letzter Zeit aussieht, das ist halt mit Kritik online hat man eine gewisse andere Hemmschwelle, böse Sachen zu schreiben, nicht so nette Sachen zu schreiben, die man in Person einem vielleicht so nicht sagen würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also sobald es irgendwie beleidigend wird oder so, ignorieren wir das einfach. Das sehe ich persönlich nicht ein, mich mit auf dieses Niveau herabzugeben. Und wenn es aber konstruktive Kritik ist, natürlich setzen wir uns damit auseinander. Da bin ich bei Ihnen, dass wir seit einigen Monaten, ja, vielleicht sogar schon länger, also zum Teil so viel Hass in der Öffentlichkeit und in den Medien finden, wo man wirklich manchmal nur den Kopf schüttelt und sagt, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Ja, verschiedene Meinungen zu haben, das ist ja legitim, aber unter die Gürtellinie zu gehen und dagegen zu schießen, sage ich jetzt mal, das ist schon hart. Und da bin ich bei Ihnen in dem Moment, wo es ins Persönliche abdriftet oder es so emotional wird. Hat das eh kein Wert, sage ich jetzt mal, sondern man hält sich raus. Ich stehe dem nur ein bisschen hilflos gegenüber, sage ich, zu sehen, mit was für einer Heftigkeit die Themen teilweise diskutiert werden, so als wären wir beide Todfeinde, ja, wenn es um irgendwas geht. Das ist schon schwierig. Wenn Sie sich jetzt mal das aktuell so anschauen, was würden Sie sich, und wir können Corona. Wir versuchen Corona ein bisschen beiseite zu schieben. Welche Entwicklung würden Sie sich wünschen in den nächsten 2, 3 Jahren? Also was ja auch das Ziel von Greenpeace an erster Stelle ist, ist das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels. Da steuert unsere Politik gerade noch meilenweit dran vorbei. Wenn wir da echte und ehrliche Richtungswechsel sehen, das fände ich super. Genau, und dann im Kleineren vielleicht, weil wir ja uns doch auch hier in Freiburg sehr engagieren. Also wir sind natürlich eine internationale und nationale Organisation, aber natürlich agieren wir auch lokal. Wir haben jetzt den Freiburger Fuß- und Radentscheid ja, durchgeführt, der auch jetzt der jetzt auch genehmigt wurde, so ungefähr. Und da würde ich gerne echte Veränderungen jetzt auch sehen, weil einfach ein Großteil der Freiburgerinnen, also was heißt der Großteil, viele Freiburgerinnen und Freiburger sich dafür eingesetzt haben. Und insgesamt, ja, würde ich mir wünschen, dass die Städte ein bisschen, ja, menschenfreundlicher werden und ein bisschen ja, auch klimaangepasster. Genau. Okay, finde ich gut.
Ich denke, dass Freiburg eigentlich aus meiner naiven Sicht eigentlich schon ganz gut aufgestellt ist, wenn ich mir andere Städte so in Deutschland anschaue. Also auch jetzt meine Heimatstadt Berlin, wenn ich das damit vergleiche, dann sieht es doch in Freiburg ein klein bisschen rosiger aus in vielerlei Hinsicht. Inwieweit spielt Prävention bei Ihrer Arbeit eine Rolle, ne? Also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass je jünger man Menschen erreichen kann, umso leichter fällt es, sie auch für das Thema Umwelt zu sensibilisieren oder sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, wissenschaftlich auseinanderzusetzen, neutral auseinanderzusetzen. Und dass je älter jemand ist, umso mehr wird eine Meinung auch festgefahren sein, nehme ich mal an. Wie gehen Sie da präventiv vor? Also gehen Sie auch an Schulen oder sind Sie primär mit Ständen beschäftigt oder wie versuchen Sie an jüngeres Klientel ranzukommen? Da haben wir mehrere Herangehensweisen. Also ich habe eben ja schon den Weiterbildungsbereich von Greenpeace so ein bisschen kurz anklingen lassen. Es gibt bei Greenpeace eine Greenspeakerinnen-Ausbildung, nennt die sich. Also Greenspeaker sind Menschen, die halt didaktisch, pädagogisch ausgebildet werden, von ja, Pädagogen tatsächlich. Und dann die Erlaubnis haben von Greenpeace, in Schulen Greenpeace zu vertreten. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass, also das ist in letzter Zeit schon, also ja, vor Corona muss man dazu sagen, vor Corona sehr häufig vorgekommen, dass dann einfach eine Infoanfrage reinkommt. Ja, hier, wir behandeln gerade in der Schule das Thema XY. Wollen Sie da nicht irgendwie mal vorbeikommen und da einen Thementag zu machen oder mal eine Themenstunde oder einen Infotag? Vor allem jetzt durch die Fridays for Future-Bewegung wurde ja die ganze Klimadebatte nochmal viel, viel stärker auch in die Schulen gerückt, wodurch da dann auch die Lehrerinnen einen viel höheren Bedarf gesehen haben, dass ja, da einfach noch mal ein bisschen andere, ja, oder was heißt, nicht andere, aber Expertinnen-Meinungen vielleicht noch reinkommt, was sie selber gar nicht so liefern können. Da stellt Greenpeace Deutschland auch extra Bildungsmaterial zur Verfügung. Also es gibt ein Bildungsteam, was aus, ich glaube, 5 bis 6 Personen so ungefähr, die da Vollzeit dran arbeiten und genau Inhalte erstellen für Schulen. Genau, und die andere Sache ist noch unsere Jugendgruppe. Es richtet sich an Menschen oder Kinder zwischen 12 und 19 Jahren. Die machen halt so was Ähnliches, wie wir als Hauptgruppe machen, nur halt, dass sie ein bisschen, ja, also sie sind halt ein bisschen eingeschränkt in der Hinsicht, dass sie noch nicht 18 sind. Deswegen gibt es dann halt auch immer Menschen aus der Hauptgruppe, die noch da ein bisschen mithelfen dann. Aber an sich ist es halt schon eher so eine, ja, Kindergruppe tatsächlich. Und dann gibt es noch etwas, das ist keine so feste Struktur. Also diese Jugendgruppe, die ist wirklich fest an unsere Ortsgruppe angegliedert. Aber es gibt noch sowas von Greenpeace, das nennt sich Green Teams. Das ist für Kinder, die jünger als 12 sind oder auch ja, theoretisch auch in der Jugendgruppe sein könnten, wo sich dann einfach Kinder, 2, 3, 4 Kinder zusammensetzen und mit einem Bildungspaket und Infopaket irgendeine Aktion machen. Also zum Beispiel dann eine ja, Infoaktion oder Unterschriften sammeln, dass ihr Lieblings-Eisladen nicht mehr Plastik verwendet oder sowas. Also da gibt es schon echt eine ganze Menge, wo wir Kinder ansprechen. Okay, also auch da sind Sie, klar, perfekt professionell aufgestellt und haben eine Menge Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Herr Pischek, wir nähern uns auch so ganz langsam schon dem Ende unseres Gespräches. Haben Sie noch, also man merkt, Sie arbeiten mit sehr viel Herzblut, ne? Ein Herz für Freiburg, Herzblut, Herzensangelegenheiten. Gibt es irgendein Thema, wo Sie sagen, da hängen Sie besonders dran, beziehungsweise da würden Sie gerne einen großen Fokus drauflegen? Ja, also durch mein Studium auf jeden Fall das Thema Wasser. Und da kann man sowohl, glaube ich, im Rahmen von Freiburg noch was machen, als auch generell und global. Das Thema Wasser hängt ja mit sehr, sehr vielen Sachen zusammen. Ich hatte ja eben angesprochen, dass ich ja auch Ansprechpartner für Landwirtschaft bin. Und
da dann genau das Gleiche. Also wenn man sich anschaut, wie in der Rheinebene im Sommer bewässert wird, wo unsere Nahrungsmittel aus Freiburg herkommen, wo dann ein Drittel von verschwendet wird und in der Tonne landet. Also das hängt alles miteinander zusammen. Aber also ich glaube so, dass das Hauptthema ist auf jeden Fall Wasser. Ja. Okay, klar, klare Sache. Herr Püschig, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als Ihnen zu wünschen, dass Sie weiterhin mit so viel Engagement bei der Sache sind und noch viele, viele Menschen anstecken, im positiven Sinne anstecken, mitzudenken oder mitzumachen bei Ihrer Idee und Ihrer Wertesache und wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2021. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich hier hatten und das wünsche ich Ihnen natürlich alles auch. Danke.